Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 107 von Avorion. Ja, der Elm weint. Oder Elmwind hat mir geschrieben und ein paar Kommentare geschrieben. Und ja, zum Beispiel haben wir ein schickes Handelssystem hier oben. Und da können wir die Waren natürlich sehen, die es im Sektor gibt. Brauche ich gar nicht immer irgendwelche Stationen aufrufen. Und er hat auch geschrieben, dass der Traktorstrahl definitiv funktioniert, wie wir hier jetzt auch gerade sehen. F interagieren, dahinter steht gedockt. Und ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich wegfliege, wird er noch länger gedockt stehen, ne? Und dann funktioniert das wohl auch, ne? Da, jetzt ist das Gedock gerade weggegangen. Das ist nur die Frage. Jetzt funktioniert es nicht, ne? Ne, warte mal. Also ich muss nur näher ranfliegen, bis da gedockt steht. Jetzt steht gedockt, das heißt, ich brauche keinen Traktorstrahl, nix. Dann bin ich schon automatisch jetzt gedockt. Ja gut, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir dann auch rein, was es da gibt, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal mit F da rein und gucken uns das an. Gedockt ist noch, ja. Und dann schauen wir hier Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem, unbewaffneter Geschütz plus 4, unbewaffneter Geschütz plus 2, wenn man das dann macht. Das müsste man dann noch überlegen, aber ich glaube, die Überlegung... Ach, darf ich nicht kaufen, weil hier wahrscheinlich nicht genug Reputation oder wie es auch immer... Ah, jetzt ist gerade die 20 Minuten umgesprungen. HS-Überbrückung, okay. Hyperraum-Upgrade, ja, plus 5 Radarreichweite. Hört sich doch schon mal eigentlich gut an, ne? Aber wir wollten nicht, nee, wir müssen mal gucken. Ich glaube, gelb sollte es mindestens sein und dann orange und rot gibt es ja auch noch. Dann, also blau ist definitiv zu wenig, ne? Machen wir nicht. Obwohl, ja, man kann es wie gesagt forschen, bringt aber nicht so wirklich was. Raketengeschützturm, Xanion, Bergbaugeschützturm. Da ist ein passendes Gerät, was ich leider nicht taufen kann. Super, oder? Der wäre es jetzt gewesen. Ja, und hier unten gibt es dann leider nicht das, was ich brauche. Okay, damit ist das eigentlich hier schon wieder durch. Ja, dann ist das erledigt mit dem Ausrüstungsdock. So, dann schauen wir mal jetzt hier in die Karte rein. Hier gibt es diese Dinge alle. Von Station kaufen, kannst du das hier alles. Ich weiß jetzt zum Beispiel aber gar nicht mehr, was ich noch haben musste. Da müssen wir erst in den Transportraum gucken. Prozessoren, Halbleiter, Transformer, Energieinverter, Fusionsgeneratoren, Elektronenbeschleuniger und Neutronenbeschleuniger. Wie Energie? Ja, nee, ich glaube, das, was ich brauche, ist jetzt hier nicht vorhanden. Da gibt es noch Weizen. Nee. Jetzt gucke ich aber mal gerade erst ins Lager. In den Frachtraum. Elektronenbeschleuniger. Die Neutronenbeschleuniger. Ne, die haben wir auch. Neutronen, Elektronenbeschleuniger haben wir. Dann sind es die Energieinverter, die uns fehlen. Ne? Genauso ist es. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen haben wir. Und wir brauchen 7. Der Energieinverter ist es also. Und den gibt es hier im System nicht. Ne? Energieinverter müsste hier oben stehen. Gut, das heißt, wir gucken zu, dass wir woanders hinspringen. Unbekannte Energiesignatur. Ich springe da jetzt einfach mal hin, um zu gucken, was da los ist. Und weg sind wir. Schauen wir mal, wie es da aussieht, ne? Na, Ladebildschirm dauert länger, aber da ist es schon. Handelsposten und Ressourcendepot. Ein Kreuzer gibt es hier. Und wir gehen mal hier drauf. Energieröhren und leider kein Inverter. Dann war es das hier schon wieder. Jetzt. Aber da ist der innere Ring, ja, ne? Da kommen wir sowieso nicht vorbei. Wir sind also schon ziemlich im Zentrum, im äußeren Zentrum, nein. Im inneren, äußeren Ring. Fliegen wir mal dahin, weil ich glaube, da geht dann auch die Dingens hin. Wie heißt es? Das Sprungtor von dem anderen Dingens-System, was wir gerade gesehen haben.
Jetzt habe ich aus Versehen daneben geklickt. Ich wollte eigentlich die Leertaste und habe die B-Taste erwischt. Obwohl B-Taste mit größer bauen auch noch ganz wichtig ist, ne? So, da ist der Planet. Und schauen wir da mal gerade hier wieder rein. Gift mir Mais. Nee, ist hier nichts. Ist auch ziemlich wenig hier. Okay. Was haben wir denn hier für Stationen? Okay, nichts Besonderes. Ein paar Kreuzer. Map. Da ist die Xipio. Da ist ein grüner Blip, den nehmen wir jetzt mit. Ausrichten nach da. Sprung berechnet. Wann? Ja. Bitte warten, bis der Sprung berechnet ist. Ach, was der Elmwind noch geschrieben hatte, war, dass wir Automatikwaffen halt haben. Das ist, wenn da unten das Maus-Symbol bei dem kleinen Icon der Waffe ist, ne? Habe ich jetzt keins installiert, aber gibt es wohl, ne? Ja, leider. Sprungroute wird noch berechnet. Warum braucht denn der Computer so lange? Können wir da mal was tun? Oh. Können wir auch durchs Tor fliegen, ne? Wo geht's denn da hin? Ah, weiß ich auch noch nicht. Ich fliege da mal durch und gucke, was mit unserer Sprungroute bleibt dann. Ah, fast 6000 Credits hat das hier gerade gekostet, ne? Also da ist die Route noch berechnet und sie ist jetzt berechnet. Aber da wir gerade hier in einem Sektor sind, den wir noch nicht kennen, gucken wir erst ins Handelssystem. Sauerstoff, kein Zeug da, was wir brauchen, ne? Weizen immer auf Seite 2. Ist denn hier irgendwas Interessantes von dem Zeug? Ne. Und das wollen die alle haben, okay. Zeige, oh, hier gibt's Handelsrouten ohne Ende, ne? Eigentlich müssten wir da jetzt mal was machen, ne? Wo ist das? Das ist hier, ne? Also von da holst du den Treibstoff und bringst den nach da. Oder war das jetzt von hier nach da? Ne, da ist das. Unbekannte Energiesignatur. 153, 31. Verstehe ich jetzt nicht. 165, 34 ist dann hier, oder was? Nee. Wir sind jetzt da. Oder? Ne, da ist der Traveler. Ach, das ist die 165-34 jetzt, okay. Das ist der Gewinn. Das kosten die Credits. Von der Treibstofffabrik zum Ausrüstungsdock das Zeug bringen. Oder? Und Treibstoff ist es, genau. Das heißt, wir gehen hier hin und laden voll Treibstoff. Warte mal, das ist doch genau das Tor, was bei uns im Hintergrund ist, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Ne, ich glaube nicht, ne?
So, jetzt muss hier eine Treibstofffabrik sein, ne? Ist sie auch. Und zwar nach da unten. Da ist er. Fliegen wir also hin. Ziemlich weit weg. Man wird schon gehen. So. Sind wir schon gedockt? Ich glaube ja, ne? So, Güter handeln ist ja der Treibstoff. 413 maximal. Kaufe ich jetzt. So, und jetzt pass auf, jetzt ist die Handelsroute nicht mehr angezeigt. Doch, zum Ausrüstungsdock hier. Jetzt müssen wir wohin fliegen? Dahin. 160, 46, hier sind wir, genau. Und Koordinaten ins Computer eingeben. Sprungroute ist berechnet. Und fliegen wir da gerade hin. Dann schauen wir mal, ob wir da genug Geld kriegen, ne? Beziehungsweise Geld ist nicht das Entscheidende, sondern wir müssen gucken, dass wir da den Dingens, das Ausrüstungsdock auswählen und dadurch die Freundschaft besser machen. Da ist das Ausrüstungsdock. Aber ist ja auch ein Ausrüstungsdock, ist ja auch nicht verkehrt, da sehen wir, was da gibt. Fliegen wir doch da mal hin, ne? Kollisionskurs. Knapp runterher. So. Jetzt müssen wir gucken, dass der bremst. Wir sind schon gedockt gewesen. Ah, Batterie ist leer. Könnte ich schneller ranfliegen. Interagieren. Und jetzt sind wir gedockt. Ausrüstung handeln. Gegenstände verkaufen. Nee, das war falsch. Nicht Güter handeln, nicht Ausrüstungsgegenstände. Treibstoff ist hier. Ich da doppelklicke, jetzt leider nicht so. Und das verkaufen wir jetzt und kriegen dadurch 1189. Das ist doch schon mal eine Nummer gewesen. wie sieht das denn hier aus? Okay, das ist jetzt natürlich nicht so viel, ne? Aber nicht schlimm, jetzt gehen wir hier nochmal rein und gucken erstmal, was es in der Station gibt. Ausrüstung handeln jetzt tatsächlich. Ja, nichts Dolles. Hier geht's los, Xanion in Blau. Gekauft. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir einen unserer anderen Miner in diese Ecke kriegen, ne? Craft Traveler. Ich glaube, Craft ist das nicht. Spritquelle haben wir da. Weiß nicht, ob das ein Miner ist. Ist ein Miner. So, das bedeutet, der muss jetzt mal ganz schnell in unsere Richtung sprengen, ne? Ich weiß aber nicht, wo wir so ungefähr sitzen, ne? Da hoch mehr, oder?
Das hat gut geklappt. Okay, der hat zum Glück noch die Route bis da. Ups, sorry. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir warten, bis der da erstmal ist. Der springt ja jetzt einige Ecken und dann müssen wir den noch nachholen. Und dann müssen wir den da weiter ausrüsten, ne? Obwohl wir ja rein theoretisch ja in den... Ja. Nee, jetzt lass ihn dahin springen und wir gucken, wenn er dann da ist, wie es weitergeht. Gut, okay, das bedeutet hier raus. Wir haben hier reingeguckt, da war nichts Besonderes. Wir gucken noch mal auf die Karte. Da gibt es einen Notruf, den fliegen wir doch mal an und gucken, was der Sache ist, oder? Gucken wir mal, ob es eine Falle ist oder ob wir dahin sollen. Großmarauder, ha, unser falscher Nova-Tunda-Gerät funktioniert. Du bist so gut wie tot, Marder. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut oder wie schlecht wir sind. Es ist jetzt schwierig, einen zu treffen hier, ne? Okay, der sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ne? Ich wüsste jetzt gerade mal gerne, wie gut wir dran sind. Sieht gerade ganz schlecht aus. Wir müssen doch jetzt hier einen Schwung nehmen und erstmal wegkommen, ne? So, ja. Jetzt müssen wir hier nur wegkommen erstmal. Müssen wir nur weiter weg. Sieht gerade schlecht aus. Und ich glaube, wir kommen hier auch nicht weg, weil wir gerade gefangen genommen sind. Okay, wenn wir jetzt gleich mal ein bisschen schneller hier wegkommen. Wenn wir denn wegkommen. Ich glaube, die rauben uns auch die Energie, kann das sein? Ich sehe nicht, dass unser Triebwerk in irgendeiner Form noch funktionieren kann. Ja, ich glaube, das Schiff können wir als verloren ansehen. Das war's. Das Schiff Traveler wurde zerstört. Okay, damit ist dieses Schiff Geschichte und mal gucken, wo wir rauskommen. Er lädt. Ja. Also da ist es jetzt rekonstruiert worden. Wir rammen jetzt hier gerade ein paar Sachen an, aber sonst ist alles gut. Also wir haben es jetzt wieder gebaut, sozusagen, an einem anderen Ort. Mal gucken, wo das ist. Ah, da geht ja. Ne, voll am Rand. Da eben, das war dann doch der falsche Notruf, den wir ausgewählt haben. Okay, soll jetzt aber nicht so schlimm sein. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen mal dahin, weil da fehlt noch ein Punkt in dem Verbindungsschema.
Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.